Aber das gibt natürlich wiederum Platz für die anderen. Vorteil. Ja. Ah, ein gefährlicher Aufsetzer, mit dem Jacques Munaro schon seine Schwierigkeiten hatte. Ja, Matthäus musste querspielen, weil da zwei Bayern noch im Abseits waren, aber jetzt nicht. Und Morten Olsen im letzten Moment dazwischen. Die Seitenlinie gehumpelt. Aber jetzt haben sie schon wieder die Möglichkeit zum Tor. Aumann und Augenthaler. Ja, sie werden immer gefährlicher und bei den Bayern geht im Moment überhaupt nichts mehr. Schiefer. Von Konditionsrückständen durch den Militärdienst merkt man bei ihm wirklich nichts. Aber jetzt. Es war wirklich vorherzusehen. Es hat sich angedeutet. Ich glaube, dass Henrik Andersen der Torschütze ist. Tja, Aumann noch dran gewesen, aber konnte es nicht mehr verhindern. Henrik Andersen zum Anschlusstreffer 2:1. Die Flanke von Luzano. Wilmer. Und oh. Sicherlich unglaublich schwer zu machen für Roland Wohlfahrt. Schauen Sie mal, der Schuss, der Ball kommt vom eigenen Mann, Wohlfahrt startet schneller, aber hebt ihn nicht nur über den Torwart, den Ball nämlich, sondern auch über die Latte. Lerby. Matthäus, Hartmann, nochmal für Matthäus, schön durchgesetzt, oh, und wieder Schwierigkeiten bei diesem Schuss von Matthäus für Torhüter Müneron. Oh, nochmal Andersen. Da hat nicht viel gefehlt und die Bayern hätten sich selbst noch eins ins Netz gesetzt. Ja, der Abpfiff von Chris Hackett aus England, der das Spiel gut geleitet hat. Der FC Bayern gewinnt 2:1, hätte in der ersten Halbzeit ein oder zwei Tore mehr machen können. Sah sich dann offensichtlich überrascht von dem plötzlichen Offensivdrang des RSC Anderlecht, hätte es aber nicht sein dürfen und hat es natürlich jetzt im Rückspiel sehr, sehr schwer. Wenn man es positiv sehen will, es war ja auch nicht unbedingt zu erwarten, dass der Deutsche den belgischen Meister schlägt. Die Belgier müssen in Anderlecht erstmal gewinnen. Mit diesem Resümee zurück ins Studio.